Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen da draußen, hier zurück zum Königreich Aragon. Wir sind, ja, jetzt der Herrscher über Sizilien und haben eigentlich auch noch ein paar andere Dinge vor, wie zum Beispiel diesen Herzogtitel jetzt hier endgültig mal diesem Typen da wegzunehmen, denn er hat ihn nicht verdient. Und ich werde meine Truppen jetzt hier direkt schon mal, also erstmal nur meine normale Schar hier ausheben. Und werde gerade eben ja auch zu einem Fest eingeladen. Ey, das könnte meinen Stress erhöhen oder reduzieren. Aber komm, der Typ ist schon so depressiv. Wenn ich jetzt auch noch Nein sage, springt der von seinem Turm. So, wir haben jetzt erstmal Ja gesagt und werden ihn jetzt hier einkerkern. Denn er hat sich geweigert, den wahren Glauben anzunehmen. Und das kann natürlich nicht sein, Freunde. So, wir sammeln unsere Truppen. Da sind jetzt auch schon 2000 Mann da, wobei ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss, auf einen einzelnen Ritter brauche ich jetzt ja auch nicht warten. Eine Unterhaltung mit Graf Roger Bernard von Cardana. Er redet so wie es aussieht über Freundschaften. Ja komm, eine Freundschaft näher kommt, why not, das ist doch genau das, was er will. Wir brauchen auch insgesamt mehr Freunde. Wo wir gerade eben dabei sind, wir brauchen insgesamt mehr Freunde, habe ich festgestellt. Du bist doch ein mächtiger Vasall. Komm, wir machen das so. Ich versuche jetzt hier quasi jetzt auch mal das Freundschaftskomplott bei ihm hier, weil momentan habe ich ohnehin gar keinen Komplott hier am Laufen. Und diese Schlacht hier wird wahrscheinlich nicht allzu lange dauern. Voll Ehrfurcht. Der ist sogar voll Ehrfurcht. Das ist nett von ihm. Ein ehrfürchtiger Freund. Dann gibt's sowas schon mal. Eigentlich ist das schon wieder ganz, ganz schlecht quasi für die Freundschaft, weil es ja nicht mehr auf Augenhöhe ist, ne? Die Schlacht von Al-Makrit endete mit einem erstaunlichen Sieg. Kein Wunder, wir hatten noch viel mehr und bessere Truppen. Begierig lausche ich dem Boten, während er den Bericht des Befehlshabers Graf Remiro verließ. Dann wende ich mich an meine Soldaten vor mir. Herr, wir haben den restlichen Feinden in die Ecke gedrängt, wo sie uns tapfer die Stirn boten. Sie gaben ihr Leben, um dieses Banner zu verteidigen. Und jetzt haben wir es. Mehr Ritter-Effektivität. Das wird meine Sammlung ergänzen, sage ich jetzt einfach mal. Und damit meine ich auch wirklich jetzt sofort. Wobei... Ne, ich kann dieses Banner nicht aufhängen. Ich habe hier schon... Ja, dann besitze ich es jetzt halt einfach schon. Und wir kehren nach Hause zurück und haben unseren Stress ein bisschen reduziert. Das ist doch auch schon mal eine schöne Sache. So, jetzt will ich gerade mal gucken. Ich habe hier noch ein Trinket bekommen. Ein Sprachbuch. Und eine Streitaxt, die immerhin mehr Kampfgeschick mit sich bringt. Ganz im Ernst, ich benutze die Streitaxt eher jetzt gerade. Oh, ich habe einen Bürgermeister gefangen. Und ich kann auch so viele Leute einkerkern. Oh. Das ging schnell. Egal. Ausgeglichen. Unser Bub könnte zornig, sprunghaft oder nachsichtig werden. Dann wird er nachsichtig. So, wir haben inzwischen jetzt auch 30 Schrecken. Vielleicht kann ich diesen Bub jetzt hier mal zum Gelübde auffordern. 10% Chance haben wir jetzt immerhin. 10. Geil. Naja. oh Gott. Was ist bei Ablehnung? Verliere für 10 Jahre lang Meinung. Wart nur mal ab. Wir haben vielleicht noch die Chance, ihn zu überzeugen. Noch ist das ja hier alles nicht wirklich machbar. Der ist jetzt inzwischen auch schon 10 und er ist zornig geworden. Ihn habe ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit jetzt schon zu einem Gelübde. Komm, wir machen das mal. Na also, bin ich einen schon mal an die Kirche losgeworden. Den Remonis. Okay, aber... Also, er wird ein sehr zorniger Priester, ich sag's euch. Gut, gut, gut. Aber das hilft schon mal meiner Erbsituation ein wenig weiter. Wobei, wie wir sehen, so viele sind es jetzt gar nicht mehr. Der Renard Remonis.
Den muss ich noch loswerden und den muss ich noch loswerden. Die anderen sind gar nicht davon betroffen. Egal, wie gesagt, ich habe jetzt nicht vor, dass mein Königreich jetzt hier gespalten wird. Das muss jetzt echt nicht sein. So, wir belagern weiter. Machen immer noch Plus und dann als nächstes müssen wir natürlich auch noch hier solche Dinge tun, ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Korsika und Toskana. Ich muss ja Toskana definitiv das hier abluchsen, damit das hier auch noch später holen. Okay, die Belagerung hat jetzt auch tatsächlich einen Durchbruch erhalten. Und ich bekomme nochmal meinen Bildungslebenswandel. Sehr praktisch. Damit sind wir jetzt ein Gelehrter. Das ist gut. Das heißt, wir können jetzt auch zum allerersten Mal andere Dinge. Ich würde nämlich sehr, sehr gerne in Anbetracht unserer Situation mehr Einnahmen machen und vielleicht Architekt werden. Bei Architekt, ich weiß nicht, ob mir das so bringt. Alternativ könnten wir auch diplomatisch werden. Daran sind wir auch gut. Ein Erlauchter welcher. Nee, ich glaube, ich gehe tatsächlich auch für den Schwerpunkt Reichtum. Schließe hier eines davon ab. Ich glaube, den Architekten. Wobei, goldene Pflichten wären schon sehr cool. Ich glaube, ich gehe auf habgierig. Danach kehren wir am Ende wieder zurück zur Bildung oder sowas in der Art. Wir können ja auch mal hier und her, hin und her springen. Um Vorteile uns zu erarbeiten. Na also, kann ich dich jetzt hier direkt schon mal lösegelden? Ja, ich kann dich lösegelden. So, zack, 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 zack. Also, mit dir habe ich keinen Waffenstillstand, Freundchen. Du verlierst einfach dein gesamtes Herzogtum. Und tschüss. Und weil dein Leben so scheiße ist, bleibst du auch glatt im Knast. So, wir haben hier diesen Tempel, den ich jetzt abtreten werde, wieder an einen sehr, sehr gläubigen Christenmenschen. Hofarzt und Tutor? Nein. An dich hier. So. Falscher Glaube. Verdammt nochmal. Ja, aber er lässt sich immerhin konvertieren. Und dann haben wir noch dieses Dingens hier. Madrid. Madrid wäre interessant. An wen gebe ich das? Das ist ja auch Toledo. Und Toledo... Ganz im Ernst, ich bin drauf und dran zu sagen, ich behalte diesen Klabberadatsch. Hier nehme ich auch nochmal Leute, die richtig Asche machen können hier. Ja, den da. Damit haben wir es vergeben. Und auch bei dir muss ich natürlich gucken. Okay, nee, dein Glaube ist bei mir... ja, ist okay bei mir in Madrid. Madrid ist jetzt auch tatsächlich jüdisch. Vasallenbande ändern, geschützt. Dafür verlange ich halt ein bisschen mehr Geld. So. Okay. Anfreunden guter Wille. Wenn ich Graf Tarik ein Versprechen meiner Verbundenheit mache, sollte das zeigen, wie viel mehr an unserer Freundschaft liegt. Jeder weiß, ein wertvoller Gefallen zu schätzen. Er hält einen Gefallen gegen mich? Nein. Sorgen wir dafür, dass er jeden Tag an das Versprechen erinnert. Nein. Ich werde nicht über einen Gefallen quasi eine Freundschaft. Und ich werde schon wieder zu einem Fest eingeladen. Bitte senkt meinen Stress. Mein Stress ist so unglaublich hoch. So, Gleichgesinnte. Er wird mein Freund. Außerdem habe ich 100 Dingens Frömmigkeit gewonnen. Oh, nice. Jawohl. Und natürlich haben wir auch eine gute Zeit. Muss ich gerade nochmal gucken. Was brauche ich? Leute. Die Hurden. Vielleicht gerade immer am Falschen dran. Festungsmauern? Muss gerade nochmal gucken. Was sind die vermaledeiten Hurden?
Befestigungsgebäude des Hochmittelalters. Des Hochmittelalters. Dauert. Das brauchen wir noch gar nicht so wirklich jetzt hier in Betracht. Er ist jetzt mein Freund und kotzt mir auf. Oh Gott, ey, Junge. Das war richtig blöd. Naja, dann gehen wir jetzt mal nach Hause. Holen uns vom Papst ein bisschen Trostzaster. Der Graf Jafar. Wisst ihr, wenn es schon Jafar heißt. Als mein Blick dem von Gräfin Hasti zum gefühlt 20. Mal an jenem Abend begegnet, weiß ich, dass ich keine Einbildung aufsitze. Selbst vom anderen Ende der Tafel aus fühlt sich ihr Blick so heiß an wie die Mittagssonne. Sie will mich, und ich bin ganz erschrocken über sie. Über ihren Gemahl Graf Roger Bernard oder über das, was ich womöglich werde. Ich vermag es nicht zu sagen. Gut, er ist eh ein Knasti. Warum bist du als Verbrecher bekannt? Was hast du getan? Das ist natürlich jetzt der Move schlechthin. Ihn einknasten und dann seine Frau zu einer Affäre machen. Wie sind wir denn so drauf? Nachsichtig, maßvoll, gerecht. Ja, das können wir nicht bringen. Jeder wird von ihren sündigen Gedanken erfahren. Dann wird sie eine Metze. Oh Mann. Wir machen das. So. Die hätte mich nicht so angucken sollen, so lüstern. Verlorenes Interesse. Der Bub wird keusch. Keusch. Finde ich gut. Demütig, nachsichtig und keusch. Hoftutoramt ist frei. Okay, muss ich nachbesetzen? Eigentlich ist der Bub jetzt hier. Oh, und auch damit ist mein Arzt. Ich habe gerade meinen Arzt verloren. Wir müssen dringend einen Arzt suchen. Wollte ich gerade eben sagen, dass der Bub eigentlich jetzt perfekt dafür geeignet wäre, um ins Kloster zu gehen. Er wäre sogar mit 20% Wahrscheinlichkeit dabei. Will ich dieses Risiko eingehen? Dann würde halt er vielleicht mein Zweiter werden, ne? Er performt aber gerade eben eher mittel. Da sind wir jetzt schon bei 35%. Nee, wir warten noch. Wir warten noch. Was passiert, wenn ich meinen Käse esse? Bisse, der Käse hat meine Frau auch vor nichts abhalten können. Ne? Ist halt Französin, die kennt das, dass man streng nach Käse riecht. Weil da kommt er ja her. So meine persönliche Vermutung. Wir müssen ihm jetzt hier auch ganz schnell klar machen, dass für ihn die Sache jetzt hier relativ schnell problematisch wird. So, Hofarzt. Okay, die ist ein sehr erfahrener Arzt. Boah, die ist teuer, aber. Okay. Okay, mit 18 ist sie dann doch noch ganz, ganz gut dabei, was die Werte angeht. Als Hoftutor kann ich sie auch noch einstellen nebenbei. Gut, dann habe ich jetzt immerhin wieder einen Arzt. Eine Ärztin, die es wirklich drauf hat. Oh, jetzt kommt da so eine 51-Jährige her und macht mir eine Liebeserklärung. Lass das auf der Stelle sein. Wie sie alle des Königs Gehänge wollen. Es ist eine Unverschämtheit. Ich sag's euch. Jetzt wird hier erstmal die Einkerkerung vollzogen. Krieg.
Und wieder zurück. Dann zum Belagern. Ganz kurz nur, hier gibt es zwei Anliegen. Einmal ein engagierter Tutor. Mein Höfling Faria tritt an mich heran. Sie sorgt sich um den Zustand unseres Unterrichtsmaterials. Wir können uns zwar irgendwie behelfen, doch stellt euch vor, welche Höhen unsere Kinder erreichen könnten, wenn wir nur bessere Materialien hätten. Neue Wachstafeln, Pergament und vielleicht sogar Tinte. Das fördert den Unterricht. Ja, komm, sagen wir ja. Wir haben das Geld gerade. Und eine verschmähter Höfling. Wie könnt ihr Faria diesem Einfallspinsel einen Titel am Hof geben? Wachen! Werf diesen Ritter ins Gefängnis! Nein, keine Ahnung. Er könnte mein persönlicher Streiter werden. Ja, komm. Sei zufrieden. Sei zufrieden. Nein, der Gosch. Das war ein Stackwipe, Freunde. Und ein Bürgermeister ist in unsere Hände geraten. So. Jetzt werden wir nämlich hier dafür sorgen, dass das alles hier sehr, sehr schnell christianisiert wird. Werden jetzt gute Christenmenschen eingesetzt. Toledo. Das kann ich halt immer noch nicht weiter ausbauen. Ich kann hier noch was bauen. Sollte aber auch hier einen Handelshafen erstmal machen. Und in Cagliari kann ich auch noch das hier wieder ausbauen. So. Wir haben immer noch 1000 Gold übrig. Naja, passt. An Freunden, ein unterhaltsamer Abend. Nachdem ich davon erfuhr, dass Graf Tarik zu Gast in Urgell sein würde, beschloss ich, dass die perfekte Gelegenheit für ein Treffen mit ihm war. Auf meine Bitte hin saß ich das Abendessen neben ihm. Und wir hatten beide jede Menge Spaß. Ich war überrascht, wie viele Gesprächsinhalte wir fanden. Als ich aufbrach, kam es mir vor, als würden wir einander bereits ein Leben lang kennen. Freunde! Na also, Freundschaftskomplott abgeschlossen. 29. Könnte es bei ihm lohnen. Wobei ich mal gucken muss. Ne, ich glaube... Ich nehme jetzt ihn hier, weil er ist nämlich ein mächtiger Vasall, wobei der lebt eh nicht mehr lang. Ich nehme sie. Bei ihr habe ich einen Strong Hook. Und sie ist ja auch ohnehin. Nee, sie ist noch kein Freund von mir. Kann ich noch die Vasallenbande ändern? Ich glaube, das geht nicht mehr. Nee, das geht nicht. Das geht so nicht. Ich könnte sie einkerken, ich könnte ihr Titel aberkennen, ich könnte eine Heirat arrangieren. Warum hat die einen Haupterben? Erfin von Montpellier. Weil das alles... Die hat halt nur Bastardkind. Hat aber keinen einzigen davon, so wie es aussieht, legitimiert. Das ist eine komische Frau. Ich kann ein Druckmittel aufgeben, das reduziert meine Anspannung, weil ich nachsichtig bin. Boom! Naja, zumindest für die jetzige Phase hat es sozusagen es sehr reduziert. In meinem Zimmer schwebt gerade eben ein ziemlich großes Insekt herum. Ich hoffe, es findet denn irgendeine Art Wespe gewesen. Aber keine normale Wespe, aber eine Art. Egal. Themenfremd. Ist wieder raus. Ich möchte... Will ich dir auch noch ein Kuckucksei legen? Nein, will ich nicht. Vasallen entziehen. Ja, hier kann ich gar nichts. Dann vielleicht... Er hier ist 40. Da könnte sich auch noch eine Freundschaft lohnen. Machen wir das doch mal. Wo ist mein Ehepartner? Die hat selber einen Titel? Oh. Mein Ehepartner ist gerade eben nicht mehr so wirklich
da. Die herrscht jetzt selber als Gräfin der Auvergne. Jetzt verstehe ich auch. Manche meiner Kids werden das hier erben. Bekomme dann hier das Gebiet in der Auvergne. Er bekommt das. Oh. Oh. Das. Unerwartet. Guck mal, wen kann ich dich hier noch verheiraten? Königreich Leon, aber da haben wir doch schon. Wessex. Kleinkönig der Pfähler. Ich will auch mit Wessex gerade eben nichts zu tun haben. Oder mit dem Dogen von Wien. Oh, in dem Fall ist es die durchlauchte Doja Ressa. Und das hier ist ihr Sohn. Matrilineare Heirat. Haja. Machen wir so rum. Dann habe ich jetzt noch mit Venedig in Bündnis. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gehört übrigens auch schon mir. Also das heißt, wir haben schon Teile von Italien jetzt hier uns geholt. Das ist fantastisch. So wollen wir es haben. Und jetzt wird es langsam aber sicher mal Zeit. Na, ich möchte nicht mehr ohne Krone sein. Ich hätte gerne eine Krone. Öffentlichen Kunsthandwerker anwerben. Naja, vielleicht weiß die ja, was sie tut. Vielleicht weiß sie es ja. Des freien Mannes Glückes. Hier, das ist der Manrique. Oh, der hat's drauf. Manrique, ein freier Pächter auf einem Land in Saragossa, hatte dank seiner sorgfältigen Planung diese Saison eine außergewöhnlich gute Ernte. Jetzt möchte mir einen Teil dieses Gewinns ein Stück meines Grundes abkaufen, damit er auf seinem Erfolg aufbauen und nächstes Jahr noch mehr anbauen kann. Vergesst den Ackerbau, so jemand gehört an den Hof. Oder ich sage, wenn er mich in harter Münze bezahlen kann, soll ihm das Land gehören. Will ich halt ein bisschen Kontrolle, aber bekomme Geld. Unabhängiges Ackerland. Ja. Oder das Land Saragossa gehört mir und mir sonst niemanden. Ja, ich stelle ihn an den Hof an. Vielleicht ist er noch zu was zu gebrauchen, der Typ. Oh, ich habe ihm das Artefakt hier abgezockt. Ja, dann beenden wir mal schnell diesen Krieg. Alle auflösen. So, du alter Schlawiner. Hier nehme ich jetzt hier dein Land weg. Ne, ich kann den Titel nicht aberkennen, weil ich ein Waffenstück habe. Ach, ja. Aber ich kann den Miesling hinrichten. So, bist du auch bei mir im Knast? Ja, du bist bei mir auch im Knast. Ist das auch eine Hinrichtung wert? Komm ich auch schrecken. Aber, das ist zu viel Stress. Nee, das machen wir nicht. Also ich habe jetzt hier einiges an Schrecken aufgebaut. Das ist mir schon bei 74,8. Das muss fürs Erste reichen. Vielleicht ist der jetzt schlau genug, bekehren zu lassen. Also, dumm wie der Vater, ne? Dumm wie der Vater. Da fällt mir einfach nicht mehr so viel dazu ein, wenn ich sowas sehe. Also gut, Bub. Du hast deine Wahl getroffen. Du bist offiziell ein Verbrecher. Wir reden jetzt ganz, ganz kurz nochmal mit einem unserer... wir sehen ja schon, dass aus dem nicht viel wird, ne? 35%. Reicht nicht. Und der ist noch zu klein. Der ist noch zu klein. Ich glaube, der hat gar keine Truppen. Freiheit und Freundlichkeit. Graf Piarres deutet meine Freundlichkeit in letzter Zeit als Zeichen und kam zu mir, um über einen meiner Gefangenen zu sprechen. Wenn meine Bekanntschaft Artal wieder auf freien Fuß wäre, würde mir das außerordentlich gefallen.
Können wir machen. Ja, können wir machen. Irgendetwas ist fertig gebaut worden. Das klang gerade eben zumindest so. Oh, ich habe hier ein neues Besitztum. Ja, wir bauen hier nochmal eine Stadt, würde ich sagen, oder? Ja, wir bauen hier nochmal eine Stadt. In der Zwischenzeit belagern wir jetzt hier nochmal die gute alte Stadt Palermo oder Balarm. In Grund und Boden. Inspiration späht auf. An der Wirkungsstätte von Maimuna spielt Zeit keine Rolle. Wir trinken Wein, während wir angeregt das Werk besprechen, das sie für mich erschafft. Eine Krone. Bilde ich mir das nur ein oder herrscht da eine gewisse Spannung zwischen uns? Es ist schon spät geworden, als meine Kunstschmiedin ihr Werkzeug beiseite legt. Einen tiefen Schluck aus ihrem Kelchen und wissend lächelnd. Ist sie etwa? Ich kann nicht bestreiten, dass sich etwas in mir regt. Mein Herz schlägt schneller und ich halte sie in den Arm, während sich ihre Arme um mich schlingen. Was geschieht hier? Verdammt, gute Frage. Nein. Ich will nicht, dass es eine niedrige Qualität hat. Nein, ich kann nicht. Ehebruch ist eine Sünde. Ja, komm, das sagen wir. Ihr keinen Vorwurf machen. Nein. Einfach sagen, nein. Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut, was wir hier machen. Sein lassen. Sein lassen. Also so kommt man auch an Artefakte. Ganz im Ernst. Kann man mal machen. Alle auflösen. So, bub. Titel aberkennen. Und tschüss. Kann ich ihn jetzt eigentlich immer noch hinrichten und dafür Schrecken bekommen? Tatsache, könnte ich. Ein ehemaliger Herrscher. Wir vergeben Palermo nun an den Nächstbesten, der was kann. Und das bist du. Der hat sogar die richtige Kultur und die richtige Religion. Fantastisch. Und damit übergebe ich dir auch tatsächlich hier das Herzogtum. Das wird ihn umso glücklicher machen. Ich vergeben. Herzogtum Sizilien. Der schuldet mir jetzt eine Menge. Der schuldet mir jetzt echt eine Menge. So, aber damit bin ich jetzt hier diese ganzen Typen los und er muss sich dann jetzt hier mit denen herumschlagen. Und das ist das, was ich halt letzten Endes will. Baronie von Capua? Ach, da wäre der tatsächlich wieder der Haupterbe. Spannen? Es sei denn, ich bringe ihn um die Ecke. Aber der ist mir noch zu klein. Das kann man ja nicht machen. So, den hier lassen wir raus. Gut, also wir kamen ein gutes Stück weiter. Jetzt müssen wir eigentlich hier nur noch nach Kalabrien rein. Vasallentum anbieten. Ist der nicht so erpicht. Anspruch kaufen. Herzogtum Kalabrien. Hat er gerade realisiert. Findet's total doof. Jetzt im Ernst, aber eigentlich könnten wir jetzt hier direkt den Durchmarsch machen. Für 11 Ducats. Ja, raus mit dir. Unsere Truppen machen sich bereit, Freunde, denn das nächste Mal werden wir in Kalabrien einmarschieren und einfach das gesamte Herzogtum jetzt hier einfach einnehmen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.